Zuletzt habe ich euch ja viel im Low-Tier-Bereich gezeigt, aber heute ändert sich das Ganze mal, denn ich habe ja hier die Rekrutenflotte, das ist sozusagen das, was ich mir erspielt habe. Da gibt es legendäre Schiffe, aber ich denke mal, heute hier dieses Thema Veteranen, da habe ich nämlich alles schon eingefügt und dafür gehen wir heute für die Otis. Eine Korvette, auf die ich richtig viel Bock habe, Tier 4, also schon eins der krasseren Schiffe im Spiel und da sehen wir schon mal, das Ding will raus. Unbedingt für Gegner jagen. Schaut richtig Sahne aus und hat natürlich auch eine geile Bewaffnung. Ein Doppelrepetiergeschütz hat es dabei. Plasmageschütze sind am Start. Tarnung ist gegeben. Das ist sehr geil. Zeige ich euch im Spiel auch gleich noch. Erschütterungsmine, Störimpuls, Nachbrenner. Also das Ding, das wird einfach purer Spaß. Und daher bin ich sehr gespannt. Auch hier könnte man natürlich das Erscheinungsbild wieder ein wenig verändern. Aber die Otis finde ich so für sich, für die Art und Weise schaut es geil aus. Besonders hier vorne, achte mal ein bisschen auf die Schnauze, schaut aus wie so ein Falke. Richtig, richtig, richtig nice. Ja, daher, lasst uns jetzt noch gar nicht viel Zeit verplempern. Wir springen jetzt hier auf Spielen und sehen uns dann gleich im Spiel wieder. Die Zeit überbrücken wir einfach recht simpel mit einem Cut und daher geht es gleich im Spiel weiter. Und da sind wir im Weltall. Wir könnten natürlich auch eins der anderen Schiffe nehmen. Vielleicht springen wir auch mal in der Runde. Klar, man darf jetzt nicht sich nur an ein Schiff hängen. Wenn wir merken, hoppala, lief nicht so geil, dann müssen wir natürlich was anderes nehmen. Aber ich sag's euch halt, wie es ist. Für mich ist das halt die spaßigste Schiffklasse im Spiel. Und dementsprechend macht es halt auch wirklich am allermeisten Spaß. Weil man einfach diesen schnellen, flinken, wendigen und agilen Raumgleiter... Ich wollte mich hier aus der Affäre ziehen, weil ich wahrscheinlich eine sinnlose Kombination im Kopf gebildet habe. Egal, auf jeden Fall ein sehr geiles Schiff an die Hand bekommt. Und ja, Design bei diesen Schiffen, das können sie auf jeden Fall bei Dreadnought. Aber genug gelabert, jetzt geht's hier rein. Auch wieder mal ein cooles Design. Und gesagt, also wir haben eine starke Tarnung, wir haben eine leichte Erschütterungsmine, wir haben einen Störimpuls und einen Nachbrenner, um abzuhauen. Ansonsten gibt es zwei Arten Waffen, das Plasmageschütz und diese hier. Also Doppelrepetiergeschütz und Plasmahammer am Start. Und erstmal bleibe ich natürlich ein bisschen hinterhalb. Lass das Team mal so erstmal so ein bisschen vor und machen. Weil ich brauche ja die gegnerischen Artilleriekreuzer am allerliebsten. Aber klar, wenn gar keiner da ist, nämlich auch das Command Ship. Oh oh, so viel zu nicht da. Maschinen auf voller Kraft, Captain. Manöverdüsen erschöpft. Neuausrichtung läuft. Nein. So, Tarnung ist aktiv, da hat man genau gesehen, hier schön reingesprungen und dann gib ihm und wir sehen halt einfach der Schaden in kürzester Zeit. Geht da halt einiges raus. So, jetzt haben wir erstmal uns um den ersten gekümmert. Aber ich will hier wieder sneaky bleiben, erstmal so gut als möglich. Was war das denn bitte?
Oh, da hinten ist ein Dicker. Nee, das ist nicht meine Krankenweite. Eigentlich. Aber egal, das geben wir dafür. Ja. Da konnten wir uns den Todesstoß noch sichern. Also hier haben wir erstmal, wie gesagt, man muss mit dem Schiff echt besonders aufpassen, immer in die Schnittstellen zu kommen. Oder von hinten ranfliegen. Alle Waffen übertaktet. Tarnung ist aktiv. So, jetzt haben wir für 26 Sekunden hier die Tarnung. Volle Energie auf die Manöverdüsen. Alle Waffen übertaktet. Feindkontakt voraus. System erschöpft. So, da haben wir jetzt erstmal hier die. Wir haben unsere Tarnung verloren. Die hier mal sichern können. Weiß nicht, ist das ein Gegner? Scheinbar nicht. Da ist ein Gegner. So, auch die Punkte nehme ich jetzt mit. Da ist ein Dicker. Wo sind denn die, die ich suche? Da sind sie. So, erstmal nachladen und dann gehen wir rein. Dann probieren wir es mal. Ah, und da hat halt einer schon gereicht. Da hat er richtig viel Damage in dem Augenblick rausgehauen. Mein Damage hat nicht gereicht, muss ich gestehen. Da hat er die Doppelschrapnellkanone rausgebackt und BÄM hat's gemacht. Ja, war ein doofer Anflug. War doof, ich habe ihn nicht gescheit getroffen und da bin ich unzufrieden mit mir. Aber ich weiß auch ehrlicherweise nicht, ob das, weil die fliegen alle echt gut beieinander. Ich krieg hier nicht die einzelnen Schiffe, die ich so gern hätte, hier einzeln vor die Kanone, sag ich mal. Und dementsprechend weiß ich echt nicht, ob das hier so smart ist. Tarnsystem aktiviert, Captain. Hi, Captain. Wird aktiviert. Ja, komm, ball ihn raus. Das hat ihnen den Rest gegeben. Hilfskreuzer stürzt ab. Guter Schuss. Impulsabwehrsystem, ein Captain. Und jetzt zack, weg mit dem Nachbrenner. Schubdüsen offline. Volle Energie auf die Manöverdüsen. Na, und da waren leider schon mein Tarnungsfeld zu spät, sonst hätte ich da vielleicht noch ein bisschen mehr machen können. Ich muss mal auf jeden Fall noch da mit dem Schiff mehr aus der Tarnung agieren, weil wir haben gesehen, ich habe erst gut Damage gemacht, aber dann, bam, kamen die Flakgeschütze rein und ja, die Flakgeschütze gerade mit 10k Damage allein, die haben mich natürlich schön aus dem Leben gebombt. Aber dieses
dieses Art von Schiff finde ich mit das Schwierigste, aber auch das Gewinnbringendste, wenn man es gut kann. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich es gut kann, ganz im Gegenteil. Und wie gesagt, ob das jetzt hier auch die richtige Schiffswahl ist, weiß ich ehrlicherweise immer noch nicht so ganz. Ich bin halt auch kein Hecht in dem Spiel. Also nicht, dass man jetzt sagen kann, ich bin hier schon stark dabei. Aber auf jeden Fall, den konnten wir mal gut rausnehmen. So, und jetzt erstmal ein bisschen weg hier. So, das ist jetzt ganz gut. Ja, wir sind 500 Punkte hinten. Das ist noch nicht dramatisch. Ja, wer schießt denn da auf mich? Naja, also du, Junge. Lass mich mal schauen, bitte, da in Ruhe. Da kommen jetzt noch ein paar böse, in Anführungszeichen. So, meine Tarnung ist wieder aktiv. Tarnung aktiviert. Nicht zu spät. Schubdüsen auf höchster Stufe. Schubdüsen auf Leinen. Ich weiß nicht, wo er hinfliegt. Der will auf das Command-Ship von uns gehen. Und da sehen wir jetzt mal, oh, jetzt bin ich Schubdüsen erschöpft. Keine Chance hier gegen den. Der kriegt einfach nicht genug dichte Damage, den ich brauche, dass er bekommt. Und jetzt muss ich hier echt weg. Mein Team, das steht hier geknubbelt. Nicht gut, wie sie spielen, muss man sagen, weil sie sind hier zwar sehr gut beieinander, aber unser Command-Chip wird da hinten auseinandergenommen und die stehen hier wirklich nur auf einem Feld. Der Artilleriekreuzer kann natürlich damit seine Belagerung ordentlich reinballern. So, Manöverdüsen natürlich hier jetzt benutzt, um jetzt erstmal ein bisschen wegzukommen. Es hat gereicht. Volle Energie auf die Manöverdüsen. Tarnung aktiviert. So, jetzt konnte ich gerade gut abhauen. So ein bisschen dafür Angst und Schrecken sorgen, aber eben jetzt nichts Finales klar machen. Aber dadurch hat mein Team so ein bisschen Spielraum bekommen.
Also von dem her bin ich eigentlich nicht unzufrieden. Ah, da habe ich mir gedacht, weil die andere Korvette ist ja gerade reingeflogen, dachte mir so, cool, wir zwei zusammen, dann schaffen wir das schon. Aber die Tesla-Kanone, die schwere, da sieht man mal wieder, da hat sie einfach gut getroffen, da hat der Artilleriekreuzer seinen Mate gut unterstützt, weil sonst hätte der wohl nicht geschafft, sonst denke ich mal zumindest, wäre es ja, ein wenig knapper geworden. Aber ich glaube, ich müsste eigentlich echt eine andere Art des Schiffs nehmen, weil der Gegner hier nicht diesen klassischen schönen Fehler begeht. Tarnung aktiviert. Danke für die Unterstützung. Ja, okay, der ist schon raus. Tarnung deaktiviert. Wird aufgeladen. Unser Command-Ship ist da drüben ganz allein. Für das interessiert sich einfach mal keine Sau. Aber für uns wird sich da jetzt schon interessiert. Da will ich gar nicht hin. Ich probiere es jetzt noch einmal, dass ich von hinten ranfliege. Wie gesagt, für unser Command-Ship interessiert sich nicht mal mehr der Gegner. Da ist ein großer Dreadnought. So, jetzt haben wir 30 Sekunden. Die Artilleriekreuzer, die ich eigentlich suchen wollte, die sind jetzt da hinten. Die haben sich irgendwie verzogen. 6 Sekunden lang noch die Tarnung aktiv. Ich würde jetzt gern noch ein wenig verschwinden. Dann schieße ich jetzt einfach mal auf deren Command-Ship. Wenn der Gegner da woanders ist, ist das ja nicht mein Bier. Beziehungsweise jetzt gehen wir erstmal auf den hier. Waffen sind übertaktet. So. Der ist raus. Jetzt haben wir hier das. Das gegnerische Command-Ship, das ja gerade geheilt worden ist. So. Und damit seht, ist jetzt gerade ausgeglichen worden, wie wir sehen. 20 Sekunden habe ich, bis ich zu dem hochkommen könnte, müsste, sollte. Verstanden. Weg dann zu Primärwaffen-Captain. Impulsabwehrsystem, I Captain. Impulsgenerator lädt auf. Und weg mit dir. Und weg. Lief gut. Genau so macht man den Angriff.
Und jetzt natürlich einfach weg hier. Einfach nur weg. Sehr schön. Perfekt. Der lief gut, der Angriff. Genau so soll der. Ja, wir sind wieder back in the game, wie man unten sieht. Tarnsysteme aktiviert, Captain. Alle Waffen übertaktet. Tarn wird zusammengebrochen. Impulsgenerator lädt auf. Jagen wir diesen Schrotthaufen in die Luft. Das ist mal knapp mit 212 HP. Aber es hat geklappt. Es hat perfekt geklappt. Ich werd wahnsinnig. Ja, da hinten geht jemand auf unser Command Ship. Das darf jetzt nicht sein. Weil wenn das jetzt passiert, dann haben wir ein Riesenproblem. Schubdüsen auf maximal. Fusionsreaktor überhitzt. Schalte Energiesysteme ab. Schubdüsen überhitzt. Ja, und jetzt haben wir gesehen, jetzt ist unser Command-Chip da zerstört worden. Und das ist jetzt natürlich richtig, richtiger Mist. Ja, und da war es auch schon. Weil wir, das hat der Gegner von Beginn der Runde deutlich besser gemacht als wir. Einfach da hinten gestanden sind die ganze Zeit und haben unser Command-Chip nicht weiter eskortiert und auch beschützt, sondern haben das da irgendwann rumdümpeln lassen. Der Gegner hat es lange Zeit ignoriert, aber irgendwann am Schluss haben sie natürlich gemerkt, hoppala, das ist da so allein und es gibt natürlich ordentlich Punkte. Ja, und dementsprechend ist leider eine Niederlage geworden, aber trotzdem, ich habe mich am Schluss noch ein bisschen reinspielen können, so gefühlt, also auch wenn ich hier der Zweitletzte bin, aber die Runde lief jetzt per se nicht schlecht, bin ich trotzdem nicht ganz unzufrieden. Aber, naja, hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht zum Zusehen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dann wieder dabei. Und ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.